Der Typ da, ja, der bin ich. Als ich vor 3 Jahren aus der Magersucht kam, wollte ich einfach nur Muskeln aufbauen und breiter werden. Mein Ziel war es, so auszusehen wie Ronnie Coleman. Yeah, buddy! Okay, das stimmt jetzt nicht ganz. Aber wie ich schnell herausgefunden habe, war es gar nicht mal so einfach, einfach so Muskeln aufzubauen. Ganz im Gegenteil, ich habe am Anfang so viele Fehler gemacht. Wenn du mich fragst, welche Fehler ich so gemacht habe, dann kann ich dir nur sagen, alle. Ich habe alle Fehler gemacht. Ich habe natürlich aus diesen Fehlern gelernt und ich weiß, dass nicht jeder die beste Genetik und Voraussetzung hat, einfach so schnell mal Muskeln aufzubauen. Und auch ich gehöre zu diesen Leuten dazu. Falls du dir jetzt also schwer tust dabei, Muskeln aufzubauen und du irgendwie nicht breiter wirst, dann bist du auf diesem Video genau richtig. Weil ich zeige dir heute in diesem Video, wie ich es geschafft habe, in den letzten Jahren einfach breiter zu werden und schneller Muskulatur aufzubauen. Ich starte gleich rein mit dem ersten Tipp und der erste Tipp ist: Esst Schokodonuts. Geil. Brutal. Purer Zucker. Okay, lass mich das jetzt nochmal schnell erklären, bevor das der ein oder andere falsch versteht. Mit Esse Donuts meine ich eigentlich nur, dass du dich flexibel in deiner Ernährung verhältst. Als ich angefangen habe, dachte ich mir so, okay, ich darf jetzt nur noch Hühnchen, Reis und Brokkoli essen. Und grundsätzlich, es spricht nichts dagegen. Also ihr könnt ruhig diese Sachen essen. Die sind auch gesund, die sind clean und die sind perfekt geeignet für den Muskelaufbau. Das Problem ist dran, Hühnchen, Reis, Brokkoli, das hat nicht viele Kalorien. Und wenn du dir schon schwer dabei tust, genügend Kalorien reinzubekommen bzw. zuzunehmen, dann ist es kontraproduktiv, wenn du dann immer Lebensmittel isst, wo du schnell satt wirst, wo du wenig Kalorien zu dir nimmst. Natürlich soll es jetzt nicht heißen, dass du nur noch Pizza, Burger, McDonalds reinhaust und irgendwie eine Massephase machst. Endlich, die Diät ist endlich vorbei. Ich mache jetzt erstmal ordentlich Massephase. Ich rufe jetzt erstmal beim Pizzalieferdienst an. Hallo Murat. Ja, meine Diät ist vorbei. Du weißt, was es heißt. 3 Familienpizzen, Knoblauchbrot und schön Dessert. Nein, nein, mit dem Käse brauchst du nicht sparen. 20 Minuten, ich bin da. Meine Empfehlung ist wirklich an der Stelle, halte dich an die 80-20-Regel. 80% deiner Ernährung sollte aus gesunden, vollwertigen und hochwertigen Lebensmitteln bestehen und die anderen 20%, die könnt ihr dann ruhig mal aus Pizza, Burger oder auch Donuts gönnen. Abschließend gilt noch zu sagen, haltet eure Ernährung flexibel, gönnt euch hier und da ruhig mal was, geht mal mit euren Freunden essen, wenn Restaurants mal wieder aufhaben und gönnt euch ruhig, weil das wird euch langfristig dranhalten, dann werdet ihr langfristig dranbleiben und auch Erfolge erzielen und Muskeln aufbauen. Yeah, man, I remember being so naive, when life was good, weather and palm trees, back in the day, you were everything I need. But then along came a time when you crushed my dreams. Oh yeah, so Leute, mein heutiges Frühstück besteht aus 200 Gramm Skyr, dann 30 Gramm so eine Art Smacks und einer Banane. Ist jetzt nicht so eine große Mahlzeit, aber ich gehe in der Stunde trainieren und da wollte ich mir jetzt nicht direkt den Magen komplett vollhauen. Nicht, dass ich mich da noch ankotze später im Training. Dazu gibt es noch einen schönen Kaffee, wie immer. Wie immer. Die kompletten Kalorien und Nährwerte für diese Mahlzeit blende ich euch wahrscheinlich jetzt hier irgendwo drüber ein. Und jetzt gibt es natürlich noch den Live-Geschmackstest. Richtig, richtig lecker, Leute. Ich snacke mir das rein und jetzt geht's weiter mit dem zweiten Tipp. Der nächste Tipp ist, nehme konstant auf lange Frist zu. Wie kannst du sicher gehen, dass du immer schön ja zunimmst, dass du Muskeln aufbaust, indem dass du dich regelmäßig wiegst. Das heißt jetzt nicht, dass du jetzt jeden Tag auf die Waage springen musst und schauen, hey, nehme ich zu oder nehme ich nicht zu. Das ist Blödsinn. So schnell geht Muskelaufbau jetzt auch wieder nicht. Aber ich würde dir schon empfehlen, wiege dich so 2 bis 3 Mal die Woche, damit du einfach eine Tendenz über 2, 3 Wochen dann siehst, nehme ich tendenziell eher zu oder bleibe ich vom Gewicht oder nehme ich tendenziell sogar ab. Weil mich immer viele fragen, hey Marcel, wie soll ich mich wiegen, wann soll ich mich wiegen? Ich würde empfehlen, dass ihr das direkt am Morgen gefastet macht. Das heißt, ihr habt noch nichts getrunken, noch nichts gegessen. Am besten, ihr wart schon auf der Toilette. Und dann stellt ihr euch mit Unterhose auf die Waage, weil wenn ihr irgendwie ja Schuhe anhabt, irgendwie eine Jacke anhabt, dann wiegt es auch noch mal locker 1-2 Kilo. Um euch das zu veranschaulichen, steige ich jetzt hier mal auf die Waage. Heute Morgen habe ich 71 Kilogramm gewogen. Jetzt werde ich hier mit Gewand auf die Waage steigen. Hab schon was getrunken, hab schon was gegessen. Und dann werdet ihr sehen, wie viel ich schon zugenommen habe. Also ihr seht, Leute, locker mal 2 Kilo schon zugenommen. Also wirklich wichtig, immer nackt wiegen. Und am besten, ihr wart schon am Klo und ihr habt noch nichts gegessen und nichts getrunken. Ah, aber Marcel, ich habe eine Frage und zwar, wie viel Kilo soll ich jetzt pro Monat zunehmen? Das ist eine gute Frage, Zuschauer.
Ja, so stelle ich mir meine Zuschauer vor. Sehr vorsichtig. Anfängern würde ich empfehlen, dass ihr pro Monat circa 1 Kilogramm zunehmt. Das ist meiner Meinung nach eine gute Faustformel. An die habe auch ich mich gehalten und ich habe am Anfang wirklich sehr viel saubere Muskelmasse aufgebaut und nur wenig Fett. Ich würde schon mal sagen, so nach 1,5, 2 Jahren würde ich nur noch empfehlen, 1,5 Kilo pro Monat zunehmen. Das ist meiner Meinung nach auch ein Sweet Spot, wo man jetzt nicht zu viel Fett zunimmt, aber auch wirklich das Maximalste an Muskeln aufbaut. Jetzt geht es gleich weiter mit dem nächsten Tipp, aber ich brauche jetzt erstmal einen Energy Drink. So Leute, bevor es jetzt für mich ins Training geht, haue ich euch jetzt noch den nächsten Tipp raus, den ich erst nach einer gewissen Zeit beachtet habe. Weniger ist mehr. Du denkst jetzt vielleicht so, was Marcel, was meinst du mit weniger ist mehr? Das bezieht sich aufs Training. Viele denken, wenn man jetzt irgendwie Fitness macht, man müsste direkt irgendwie 5-6 Mal die Woche ins Training gehen oder sogar jeden Tag ins Training gehen, Vollgas geben. Und das ist kompletter Irrtum. Also überhaupt als Anfänger ist es sogar besser, wenn ihr am Anfang mal ein bisschen lockerer reinstartet und ein bisschen weniger trainiert. Wenn du jetzt sagst, du kannst 5-mal die Woche trainieren oder du willst 5-mal die Woche trainieren, geh 4-mal die Woche. Und wenn du sagst, hey, ich will unbedingt 4-mal die Woche, dann geh lieber 3-mal. Also zieh immer einen Tag von dem ab, wo du denkst, dass du ins Gym gehen kannst. Einfach aus dem Grund, es wird Zeiten geben, da hast du vielleicht mal weniger Zeit, da hast du vielleicht gerade Klausurphase, musst für ein paar Klausuren lernen oder es ist generell stressig oder du hast einfach mal weniger Bock ins Training zu gehen und da ist es dann echt mal angenehm, wenn man vielleicht nicht jeden Tag ins Training gehen muss. Außerdem, der Muskel wächst in der Regenerationsphase. Wenn du jeden Tag trainieren gehst, dann können die Muskeln gar nicht ja nachkommen und auf Dauer wirst du ins Übertraining kommen. Deswegen, ich würde jeden Anfänger wirklich empfehlen, geht 3 bis 4 Mal die Woche. Ich selber gehe derzeit auch 4-mal die Woche ins Training und mache echt gute Erfolge. Und wenn du ganz motiviert bist, wenn du schon ein bisschen fortgeschrittener bist, dann kannst du auch mal 5-mal die Woche gehen. Ich gehe jetzt ins Training und dann sehen wir uns gleich nach dem Training wieder. Ich bin zurück vom Training, Leute. War eine geile Einheit. Und ich habe mir gedacht, da ich mir ja am Anfang immer so schwer getan habe mit dem Zunehmen, ich dachte mir immer, ich kann nur irgendwie langweilig Hühnchenreis essen, habe ich mir gedacht, bringe ich euch jetzt mal ein richtig leckeres Rezept raus. Sogar vegan, perfekt geeignet für den Muskelaufbau. Es ist schnell zubereitet. Jeder kann sich das easy zu Hause nachmachen. Wir haben jetzt einmal so ein veganes Kebabfleisch. Vom Preis her so circa wie ein normales Hühnerfilet. Besteht aus Erbsenprotein. 100% vegan, habe ich mega Bock drauf gehabt. Dann hier eine halbe gelbe Paprika, ein bisschen Salat, dann hier so ein Uncle Ben's Fertigreis, den hauen wir einfach dazu in die Pfanne rein, dann hier einfach ein bisschen Soßen, hier einfach eine Salsa-Soße und dann hier einfach 2 Wraps. Ich habe da mega Bock drauf, ich werde jetzt fette Burritos zaubern. So Leute, hier sind jetzt die fertigen Wraps bzw. Burritos, komplett vegan. Und es funktioniert. Ihr könnt das Ganze natürlich auch mit Fleisch nachmachen. Die kompletten Nährwerte und Kalorien für diese Mahlzeit blende ich euch irgendwo hier ein. Kann man auch kalt essen, zur Schule mitnehmen und so weiter. Und jetzt zählt natürlich nur noch eine Sache und das ist der Live-Geschmackstest. Sieht ja mal extrem heftig aus. Jetzt schauen wir mal, ob es auch schmeckt. Mhm. Richtig, richtig lecker. Probiert euch da ein bisschen aus, macht dieses Rezept gerne nach. Jetzt geht's weiter mit dem nächsten Tipp. Warum willst du Muskeln aufbauen? Jeder kennt die Leute, die am 1.1. ins Fitnessstudio gehen, die sagen, hey, sie ändern jetzt einfach alles und dann sieht man sie nach 1-2 Monaten, sieht man sie nicht mehr. Sie haben schon längst wieder ihre Ziele aufgegeben und verschieben es aufs nächste Jahr. Das passiert den gleichen Leuten von Jahr zu Jahr und das liegt einfach daran, dass sie sich nicht das Warum stellen. Sie machen das meistens aus Emotion heraus, weil sie denken, sie wollen schnell was ändern, aber sie wollen es eigentlich gar nicht selber. Frage dich wirklich, warum willst du Muskeln aufbauen? Warum willst du Fett verlieren? Weil spätestens, wenn die ersten Zweifel kommen, und glaub mir, die werden relativ schnell kommen, dann wirst du dich fragen, hey, für wen mache ich das überhaupt? Und wenn du dann dein Warum nicht weißt, dann wirst du deine Ziele aufgeben und dann wirst du nicht weitermachen. Mein Warum war, ich war extrem dünn, ich war schwach und ich habe mich einfach unterlegen gefühlt. Ich hatte kein Selbstbewusstsein. Ich wollte einfach selbstbewusster werden und vielleicht auch bei Mädels besser ankommen. Ich wollte einfach mein Leben selber in die Hand nehmen. Das waren schon genügend Gründe, dass alle Zweifel und so sofort ja verschwunden sind, wenn sie nur aufgetaucht sind. Wenn dann mal Zweifel gekommen sind, wo ich mich gefragt habe, hey, für wen mache ich das eigentlich, dann waren sie sofort da, die Gedanken. Ich will Muskeln aufbauen, ich will selbstbewusster werden, ich will nicht mehr der Lauch sein. Ja, ich habe mir sofort wieder das Bild vor Augen geführt,
geführt, wo ich so dünn war. Und das hat mich einfach wieder angetrieben, ins Training zu gehen, Gas zu geben, auf die Ernährung zu achten und ja, durchzuziehen. Alle Tipps jetzt nochmal zusammengefasst sind einmal, halte deine Ernährung flexibel, nehme kontinuierlich zu, weniger ist mehr und frage dich, warum willst du Muskeln aufbauen? Falls ich dich inspirieren, motivieren oder falls ich dir einfach weiterhelfen konnte, lass mir jetzt gerne Feedback da. Falls du noch nicht abonniert hast, dann abonniert gerne kostenlos diesen Kanal. Sei bei den ersten 10.000 Abonnenten dabei und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder im nächsten Video. Mach's gut, dein Marcel. Ciao.